Draga braćo i sestre, liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendliche, koliko nas Bog voli, wie sehr Gott uns liebt, können wir einfach aus der Heiligen Schrift herauslesen. Genau das haben wir in den Texten gelesen, die uns die Kirche an diesem Tag gegeben hat. Es ist schön, Jesus und seinen Worten zuzuhören. Es ist schön zu spüren, wie sehr uns Jesus liebt. Jesus hat uns gezeigt, wie nahe uns Gott ist. Er hat uns gezeigt, dass er keine menschliche Schöpfung ist oder auch kein ferner, entfernter Gott. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott der Vater ist, dass er unser Schöpfer ist, der uns so gut kennt und so sehr liebt. Und wie können wir das aus dem heutigen Evangeliumsabschnitt herauslesen? Schauen wir uns nur das Leben Jesu an, sein Predigen und sein Umgang mit den Menschen. Er sprach nicht in erhabener Sprache oder in Rätseln, damit die Menschen ihn nicht verstehen würden. Durch sein Predigen und in seinem ganzen Wirken näherte er sich dem Menschen so sehr, dass er in die Herzen der Menschen eindrang und dann aus dieser Nähe heraus in Gleichnissen sprach, die sie verstanden, weil sie ihnen bekannt waren. Jesus kannte ihren Alltag. Daher, er liebte die Menschen. Es lag ihm an den Menschen. Deshalb nutzt er ihre Sprache, ihre Möglichkeiten, um ihnen noch größere Geheimnisse des Himmelreichs zu zeigen. Gleichnisse brauchen oft keine Erklärung, weil sie von selbstverständlich sind. Aber hier tut Jesus etwas, das ein wenig anders ist als bei anderen Gleichnissen. Er erzählt das Gleichnis und erklärt es dann seinen Jüngern. So hat Jesus uns den Priestern heute unseren Dienst des Predigers erleichtert, indem er dieses Gleichnis bereits erklärt hat. Daher muss nicht viel gesagt werden, sondern es ist gut, das zu wiederholen, was Jesus gesagt hat. Also es gibt einen Sämann des Wortes Gottes und das ist Gott selbst. Er bemüht sich darum und wirft den Samen seines Wortes aus. Dieser Samen fällt in verschiedene Umstände, die uns Menschen und unser Leben charakterisieren. Tatsächlich wirft Gott den Samen seines Wortes in unsere Herzen und es liegt an uns, wie unser Herz sein wird und welchen Boden wir für das Wort Gottes vorbereiten werden. Der Samen ist immer gut, weil er von Gott ist. Er kann nicht schlecht sein, aber es kommt darauf an, in was für einen Boden er fällt, in welche Umstände er gerät. Daher ist es gut und notwendig, sich zu fragen, wie ist mein Herz? Ist mein Herz ein fruchtbarer Boden für das Wort Gottes? Das, Brüder und Schwestern, ist nicht sehr schwer zu erkennen. Wir können es gleich aufdecken mit einer einfachen Gewissenserforschung und unserem Leben, sich selbst die Frage stellen, bemühe ich mich überhaupt um das Wort Gottes? Lese ich die Heilige Schrift? Suche ich nach Erklärung dieses Wortes, das wir in der Bibel, in der Heiligen Schrift finden? Gibt es in meinem Leben etwas Wichtigeres als Gott, sein Wort, dem ich vielleicht mehr Zeit und Aufmerksamkeit widme? Wie viel bete ich? Und wie bete ich? Wir sind verschieden, Brüder und Schwestern. Es gibt Menschen aller Art und Jesus hat uns in diesem Gleichnis gut beschrieben. Einige entfernen sich leicht von Gott wegen eines Betrugs, einer Sünde oder dem Anstoß Erregenden. Heutzutage
gibt es viele Möglichkeiten, die Kirche und die Priester zu verleumden, und viele sogenannte Gläubige treten deshalb aus der Kirche aus. Der Böse verführt sie leicht und lockt sie in seine Falle. Andere haben keine Wurzeln. Sobald eine Schwierigkeit oder eine Situation kommt, in der sie Zeugnis für Gott geben müssten, fallen sie ab, werden ängstlich und schwanken. Und es scheint, dass die meisten Fälle jene sind, die in Dornen gesät wurden, die in Dornen gesät werden. Das ist der, der das Wort zwar hört, aber dann erstickt es den Sorgen dieser Welt und trügerischem Reichtum, und es bringt keine Frucht. Es scheint, dass heute niemand davon, von dieser vorübergehenden Sorge, ausgenommen ist. Wir sind alle so sehr auf unsere Aufgaben konzentriert, auf das, was wir erledigen müssen. Wir sind von so vielen Informationen überflutet. Der heutige Trend in den sozialen Netzwerken geht so weit, dass er den geringen Willen zum Beten in einen Menschen einfach unterdrückt. Stellt euch nur vor, wie viel Zeit wir mit Handys verbringen und wie viel Zeit mit der Bibel in der Hand, wie viel Zeit im Gebet. Es ist heute schwer, eine Stunde lang an der Messe teilzunehmen, aber wir können leicht ohne Probleme ein Fußballspiel anschauen oder zu einem Konzert gehen und die ganze Nacht mit Freunden verbringen. Es ist gut, sich zu fragen, was sind die Dornen in meinem Leben, die das Wort Gottes ersticken? Warum weiß ich mehr über einen Sportler oder Sänger als über Jesus, die Kirche, meinen Glauben? Habe ich je die Bibel in die Hand genommen und gelesen, allein oder mit meiner Familie? Bedeutet das, dass mein Glaube nur etwas Nebensächliches ist, etwas, das mich üblicherweise an meine Heimat, meine Familie bindet? Und schließlich kommen wir zu demjenigen, der in seinem Herzen fruchtbaren Boden für Gottes Wort hat, der sein Leben mit Gott aufbauen möchte und nichts vor Gott stellt. Er nutzt alles, aber er dient nur Gott. Ein solcher Mensch bringt reiche Ernte. Und am Ende dieses Gleichnisses ist es gut, diesen Sämann zu betrachten. Es ist klar, dass der Sämann Gott ist. Er sät den Samen seines Wortes in unsere Herzen. Aber schauen wir uns an, wie er das tut. Er wirft den Samen am Wegrand auf felsigen Boden, in die Dornen und schließlich auf guten Boden. Wer sich jemals mit Landwirtschaft beschäftigt hat oder etwas in seinem Garten gesät hat, wird sagen, dass dieser Sämann nicht besonders erfahren ist oder dass er das Saatgut verschwendet, weil er nicht weiß, wie man den guten Boden trifft, beziehungsweise er sät nicht dort, wo er sollte. Und wenn er bei jemandem angestellt wäre, würde er sofort eine Ermahnung bekommen. Und wir wissen, dass Gott keine Fehler macht. Also kann Gott in dieser Hinsicht nicht irren. Was sagt uns das dann, Brüder und Schwestern, über Gott? Es zeigt uns, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns nicht aufgibt, selbst wenn wir ihn aufgeben, selbst wenn wir in unserem Herzen kein fruchtbares Land vorbereiten, keinen fruchtbaren Boden vorbereiten, keine gute Erde für den Samen seines Wortes. Er wirft dennoch den Samen in unser Herz, in ein mit Dornen überwuchertes Herz, in ein Herz, das hart wie Stein ist, in ein Herz, für das Gott nur eine vorübergehende Station ist. Liebe Jugendliche, egal wie weit wir uns von Gott entfernen, Gott hört niemals von uns auf. Er berührt jeden von uns. Er liebt jeden von uns. Es ist an der Zeit, dass jeder von uns ihm die Liebe erwidert. Wir lieben Gott, indem wir sein Wort hören, darüber nachdenken und danach leben werden.
Noch ein weiterer Aufruf, Brüder und Schwestern, im heutigen Evangelium, Gott nachzufolgen, seiner Liebe, nicht nur ihn lieben, sondern auch unsere Brüder und Schwestern, für die Gott vielleicht nicht an erster Stelle steht, die lieber woanders hingehen als zur Messe, die lieber zu Hause bleiben und von dort aus Bischöfe und Priester kommentieren. Das heutige Wort Gottes verlangt von uns, dass wir unserem Schöpfer, dem Sämann, ähnlich werden und alle Menschen lieben und sie zu Gott führen, dass wir niemanden verurteilen, dass wir niemanden ablehnen, sondern dass wir einander mit Gottes Liebe lieben, besonders jene, die sich von Gott entfernt haben, denn sie brauchen mehr Liebe. Genau diese Liebe zu Gott und zum Nächsten lehren uns die Gebote Gottes, die er Mose gegeben hat. Ich glaube, dass wir sie alle noch aus unseren frühen Tagen kennen, als wir uns auf die Erstkommunion vorbereiteten und im Religionsunterricht über Gott und unseren Glauben lernten. Damals haben wir diese Gebote vielleicht auch auswendig gelernt. Aber das Wichtige ist, dass diese Gebote in unser Herz eingeschrieben werden, dass diese Gebote unser Leben formen. Doch oft hat das Wort Gebot heute einen negativen Klang, besonders in der heutigen Zeit und Gesellschaft. Heutzutage mag niemand gerne, wenn ihm jemand etwas vorschreibt. Alle Autoritäten scheinen irgendwie zu schwinden. Sogar in der Kirche spüren wir einen Verlust an Autorität. Aber die Autorität Gottes nimmt niemals ab und wir sollten uns immer ihm unterwerfen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie sehr uns Gott liebt. Und das hat er uns gezeigt, indem er uns erschaffen hat, uns diese wunderbare Welt geschaffen hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, um uns von ewigem Tod zu erlösen. Und wenn doch mein Gott mich so sehr liebt, werde ich mich ohne zu zögern ihm unterwerfen, denn ich weiß, dass er der liebevolle Vater ist, der auch mir Gutes will. Jemand könnte sagen, dass uns die Gebote einschränken. Wo immer wir ein Gebot, eine Regel haben, gibt es auch eine Grenze, aber Gott hat uns die Freiheit gegeben. Wie geht es dann? Wie können wir dies dann verbinden? In der Tat hat uns Gott die Freiheit gegeben, aber er liebt uns so sehr, dass er uns Gebote gegeben hat, um uns vor dem Untergang zu schützen. Ich mag dieses Bild, diese Sichtweise auf die Gebote Gottes. Stellt euch ein Gebäude vor, ein hohes Gebäude, und oben auf dem Dach eine ebene Fläche, auf der Kinder spielen. Das ist unsere Welt, unser Leben. Und Gott hat uns die Freiheit gegeben, also gibt es keine Umzäunung auf diesem Dach und die Kinder spielen. Sie rennen nach dem Ball. Ist das nicht gefährlich? Könnten sie nicht vom Dach fallen und umkommen? Und was sind die Gebote? Und was sind die Gebote? Die Gebote Gottes sind wie ein Zaun, der dieses Dach umgibt, auf dem die Kinder spielen. Der Zaun schützt die Kinder vor dem Fallen, vor Unglück, vor dem Tod. Ebenso bewahren auch uns, Brüder und Schwestern, die Gebote Gottes vom Fallen und vor dem ewigen Tod. Lasst euch daher nicht von den Gedanken verführen, Christus ja, Kirche nein, Gott ja, Gebote nein, sondern durch die Gebote, durch die Lehre der Kirche, lernt Christus kennen, lernt Gott kennen, der uns liebt und ewig mit uns leben will. Liebe Jugendliche, ihr seid hier bei den Exerzitien der geistlichen Erneuerung, geht diese
Erneuerung ernsthaft an. Überlasst euch dem Herrn, indem ihr den Rosenkranz betet, die Eucharistie feiert, die Bibel zur Hand nehmt, lest und darüber nachdenkt, indem ihr Gott erlaubt, euch zu führen, nicht durch unklare menschliche Worte, sondern durch sein klares Wort, Jesus Christus, und fürchtet euch vor nichts. Wer mit Christus lebt, besiegt jedes Böse. Lebt mit Christus, und am Ende eures Lebens werdet ihr siegreich sein.